Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Play. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, wir haben auf jeden Fall eine rasante Flucht gehabt vor dem Bären und haben ja auch schon, eine Statue zur Opfergabe gegeben oder was auch immer damit jetzt passieren wird. Ich werde es auf jeden Fall mal anfassen und dann sehen wir das ja. Eine Kopie. Eine magische Kopie. Ein Hologramm. Ich sollte jetzt wahrscheinlich abhauen. Okay. Okay, verstehe. Schnell! Tja. Schleunigi? Tja, das war doch ein ziemliches Abenteuer. Ach so, und ich verstehe schon, der Froschkönig war nur alt und nicht dehydriert. Fragicolo bena? Eine Schwelle von ne. Der sieht nicht so nett aus. Wer zur Hölle macht das denn mit der Ente? Warum liegt da einfach ein Pizzakarton? Den sollte schleunigst einer wegbewegen. Naja. Gehen wir da erstmal hin, denke ich, ne? Der will bestimmt irgendwas von uns haben, damit wir mitfahren dürfen. Hey, Bana, Heulekun? Wow, er ist einfach mit dem Preis hochgegangen noch. Nicht nett. Das ist schon sehr cool gemacht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Brot dabei. Das können wir vielleicht der Omi geben für eine Ente. Beziehungsweise den Vögelchen geben. Oh Gott. Und da oben ist auf jeden Fall was im Baum drin. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich holen damit. Die Vögel sehen sehr süß aus. Okay, holen wir uns das erstmal. Und dann reden wir mal mit der alten Dame. Das ist eine Münze. Vielleicht können wir ihn ja doch mit Geld bezahlen. Serup. Ach so, die Reihenfolge wahrscheinlich, ne? Ach so, von der Form wahrscheinlich, oder? Ne, in welcher Art und Weise ergibt das gerade Sinn? Also erstmal das. Okay. Was auch immer das gerade für eine Geschichte ist. Okay, ihr haben die Tauben geholfen, zu überleben, als sie vom Baum gefallen ist. Interessant. Oh, dann kommt Herz. Herz ist Eichhörnchen. Ich habe das Gefühl, dass wir das gerade ein bisschen falsch herum erklären, möglicherweise. Wir werden es trotzdem mal so machen. Mhm. Dann kommt das hier. Ich mag es, wie sie redet. dann hat ihr das Eich. Okay, dann. Okay. Dann wurde der Baum gefällt. Okay, also Reihenfolge. Holz. Oder warte mal, können wir jetzt. Achso, jetzt können wir mit der Tasche hintergehen. Okay, wir müssen jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Hä, man kann nicht zurück. Mach's mal falsch. Okay, dann kann man nochmal zurück. Also, ihr wurde erst die Handtasche geklaut. Das ist also das Sternchen. Erst Stern. Dann
Okay, warte. Ich glaube, ich habe die Lösung. Stern. Dann das. Mist. Ich habe es mir, glaube ich, nicht gut gemerkt. Wo doch, warte mal. So. Sollte richtig sein. Dankeschön für die Ente. Schon mal eine von vieren. Will jemand eine Pizza haben? Oh. Aber darunter verbirgt sich eine Nummer. Die können wir vielleicht mal anrufen. Die können wir nicht mitnehmen. Okay, 1, 2, 4, 4, 3, 5. Okay, 1, 2, 4, 4, 3, 5. Okay. Hoffentlich können wir... Ah, dafür ist die Münze auch gut wahrscheinlich, ne? Nein! Katze, flieh! Ich finde gut, dass die Sprache sich teilweise sogar nach der richtigen Sprache anhört. Das ist irgendwie sehr komisch. Als sie vor allem auch die Oma geredet hat, hat das sehr geklungen, als wäre das weiß ich was für eine Sprache. Ah, jetzt spielen wir sie, okay. Ich würde sagen, wir bestellen uns erstmal eine köstliche Pizza. Haben wir dabei. So. Also. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Perfekt. Oh nein, das hätte ich mir auch merken sollen. ich hoffe, wir haben noch eine Münze dabei, sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Shit. Einfach gar nichts drauf. Okay, ich habe das Gefühl, ich sollte mir die Pizzaschachtel nochmal anschauen. Oh nein, er liefert jetzt die falsche. Ach so. Das war einfach egal. Ja, dann habe ich jetzt eine Margarita bestellt. Das ist doch okay. Das kann man doch so machen, oder? Ich weiß nicht, ob er sich damit zufrieden geben wird. Wenn ich ihm die jetzt gebe. Ich hoffe auch, dass wir da nochmal anrufen können, falls das nicht der Fall ist. So. Was sagst du zu der Pizza, hä? Das ist doch gefühlt eigentlich nur Brot mehr jetzt, ne? Mhm, okay, ja gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Ah. Okay, also eine... Eine ist wirklich nicht belegt. Also Pilze, Tomate und was auch immer das Grünzeug ist. Wahrscheinlich Basilikum. Okay, dann bestellen wir dann nochmal eine Pizza. Oh, wenn ich darüber nachdenke, nach der jetzigen Aufnahme wartet auch schon eine Pizza auf mich. Da freue ich mich drauf. Jetzt muss ich aber noch weiter über die nachdenken. Kriege ich noch mehr Hunger. Ich habe mir nämlich vor der Aufnahme eine Pizza gemacht, damit ich schön nach der Aufnahmesession eine Pizza essen kann. Das denke ich ganz gut. Ich hoffe, die ist nicht in der Zeit kalt geworden. Also, es war erst Pilz, Tomate, Basilikum und nichts. Ich mag übrigens sein Outfit. Es ist ein gutes Maskottchen. Aber gut, dass er gar keine Hose anhat. So, das sollte jetzt stimmen, oder? So eine schöne köstliche Pizza. Tut mir leid, falls ihr jetzt Hunger bekommen haben solltet. Ich hoffe, ein Wunder passiert und ihr bekommt aus dem Nichts eine Pizza aus dem Himmel. Es schlägt ein Blitz bei euch ein und dieser Blitz hinterlässt eine frische Pizza nach eurer Art. So, es sollte stimmen, oder? Okay. Wie auch immer der das erfassen konnte mit der Ente. Perfekt. So, jetzt haben wir schon mal 2 von 4. Okay, also da ist auf jeden Fall auch nochmal ein Monument auf dem Boden. Mit dem wird es ja wahrscheinlich auch nochmal was auf sich haben. Ja, ich meine, ich würde es jetzt auch nicht wirklich empfehlenswert finden, daran zu riechen, aber gut. Ich denke, das kann man wohl machen. Okay, was hat es mit den Fröschen auf sich? Ah, wahrscheinlich nach den Häusern gehen, ne? Wie hoch die Häuser sind. Okay, das ist mittelhoch. Das kann klein bleiben. Ganz klein, genau. Das ist ziemlich hoch.
Braun ist so in der Mitte. Und das Grüne ist ganz hoch. Das war ziemlich leicht. Ich meine, man hat es ja auch sozusagen vor der Nase, ne? So, jetzt haben wir schon mal 3 von 4. Wo befindet sich der 4. Ort, wo wir eine Ente herbekommen? Können noch mal mit der Oma reden, aber ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Ah, das... Wait. Ich habe eine Vermutung, da befindet sich jemand im Mülleimer, der sich da nicht aufhalten sollte, normalerweise. Reden wir mal mit dem. Hallo, Nuggets. Danke für die Klammer. Was auch immer wir mit der machen können. Das hätte man vielleicht nicht essen sollen. Okay, was können wir mit der Klammer machen? Können wir die vielleicht hier rauflegen? Mit dem Teil kann ich gar nicht erst interagieren an erster Stelle. Ich glaube, das ist einfach nur noch vor das Monument von vorhin. Klammer, Klammer, Klammer. Klammer, Klamelion. Vielleicht hier raus irgendwas nehmen damit? Ah! Darüber hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht. Ja, das ist ziemlich interessant. Gut, dass ich das gemacht habe. Ja, perfekt. Ich denke doch, die Rätsel waren in dem Segment sehr unterhaltsam. Die habe ich auf jeden Fall alle sofort verstanden, was ziemlich gut ist. Ah, die waren sehr gut, die Rätsel. Hat mir gefallen. Generell muss ich sagen, bisher waren die Rätsel in dem Spiel auch schon... Manche waren sehr herausfordernd. Das mag der eine mehr, der andere weniger. Ich finde es schon Mittelding. Wenn ich wirklich dran verzweifle, dann mag ich es nicht unbedingt. Aber ich finde trotzdem die Herausforderung schon sehr schön. Aber bisher fand ich die Rätsel auf jeden Fall in dem Spiel, bis auf das Dame-Spiel, fand ich alles sehr cool. Mir sehr gefallen. Okay, wir haben die 4 Enten. Ja, ich hab die. Mr. Pfaffaffaff. Bitteschön. Entenrennen. Oh. Oh. Was? Warte, ich muss erst mal angucken, wie genau das funktioniert. Warte. Okay. Aber wie schicke ich die jetzt los? Ich drücke halt auf den Knopf. Ah. Ah, okay. Oh, das könnte interessant werden. Der kann jetzt nicht mehr zurück, ne? Ja, das ist, das ist ungünstig gerade. Wie macht man das denn? Also der mit dem Cappy muss ja auf jeden Fall schon mal das Ganze holen. Aber wie übergebe ich denn die Flagge? Das ist halt die Frage jetzt. Oder kann man irgendwie die Energie jemandem anderem geben? Ich werde es nochmal. Ich mach's nochmal von Anfang an. Vielleicht sieht es denn ja erschlüssiger aus. Guck's mir nochmal an. Also wir können es anscheinend wirklich aufteilen. Aber wie? Wie übergebe ich denn Energie? Ich den jetzt nehme. Ah, okay. Verstehe. Okay, alles klar. Gehen wir mal mit dem weiter voran. Was, wenn ich dem jetzt all meine... Ach, der kann nur auf 100. Der kommt nicht zurück, wenn wir das so machen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Dadurch habe ich es mir gerade ein bisschen versaut. Also ruiniert.
Aber ich kann es vielleicht noch retten. Okay, okay. So. Nee, ich hab's mir ruiniert durch den einen. Okay, ich mach's nochmal von vorne. Ich habe aber ungefähr eine Idee, wie das Ganze funktionieren könnte. Also wir nehmen erstmal, wir nehmen den ersten nach vorne. Dann nehmen wir den. Übergeben davon ein bisschen was. So. Dann kann der wieder weiter nach vorne gehen. Schicken wir vielleicht auch den diesmal nach vorne. Aber nee, warte. Nimm schon den ganz untersten. Gibt der seine Energie wieder an den ab? Oh, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Okay, nochmal. Nee, schon wieder falsch. Das wird ein Spaß. Man kann sich nämlich auch mal sehr leicht verklicken, gerade mit dem Controller. Es geht tatsächlich einfacher, als man denken mag. So. Dann soll der hier runter. Soll seine ganze Energie an den abgeben. Seine ganze am besten, weil der kann ja einfach zurück mit dem einen Schritt. So, dann gibt der noch Energie an den ab. Soweit so gut. Ah, wir sind jetzt schon bei 0, ne? Ja, das war jetzt komplett nutzlos, was ich gerade getan habe. Wir müssen ja alle ins Ziel kommen. Ah, das ist blöd. Sehr blöd. Ja, zwei könnten wieder zurück, aber zwei andere nicht. Oh Gott, oh Gott. Das ist tatsächlich schwerer, als ich erwartet habe. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Dass ich das einfach mal chronologisch vergebe. Problem ist nur, der in der Mitte muss ja die Flagge holen. Das hätte ich halt gesagt, ich mache das in einer Reihe und gebe dann immer ein. Einer geht immer weiter als der andere. Aber das funktioniert leider so nicht. Weil der hier kann ja die Flagge nicht holen. Das Blöde ist blödes. Sehr blöd. Oh nein. Und die gehen immer aus Versehen zurück, wenn ich den anderen auswählen will. Oh nein. Ich probiere mich mal ein bisschen rum. Mal gucken, ob dabei was rauskommt. Okay, ich glaube, ich hab's endlich. Ich habe mir die Lösung kurz angeguckt oben. Die hat nicht wirklich weitergeholfen. Ich kann euch die ja mal zeigen. Die hat zwar so ungefähr gezeigt, wie man sich einreihen soll, aber wie es von da aus weitergeht, wusste ich halt nicht. Dann habe ich rumprobiert. Und ich glaube, jetzt sollte ich es haben. Das sind eigentlich nur noch die Reihe. Dann geben die hier ein paar Punkte ab. Ja, das scheint richtig zu sein. Oh, endlich. Ich habe schon gedacht, ich schaffe das gar nicht mehr. Okay, jetzt können alle zurück. Schau euch die Entchen an, wie glücklich sie darüber sind. Oh Gott. Das war komischerweise viel zu schwer gerade für mich. Ich glaube, ich habe da jetzt bestimmt gute, fast 10 Minuten dran gesessen. Jetzt ist die Pizza auf jeden Fall kalt. Aber ist egal. Was man nicht alles tut, nicht wahr? Er scheint nicht sehr glücklich darüber zu sein, dass ich das gelöst bekommen habe. Oh. Ah. Passen Sie auf, Ömchen. Komm schon. Kann man nicht den falschen Maus lösen? Okay, schon mal. Ah, Kitzeln vielleicht am Fuß. Mich nicht schon an. Ah ja, da komm. Okay, okay. Das funktioniert soweit. Jetzt den Fallschirm auf. Wie gesagt. Ja, reg dich doch auf. Achso, so in der Schwingung. Interessant. Was soll mir da mit uns passiert? Fallen wir runter oder? Tatsächlich. Das wäre ziemlich gefährlich ohne einen Fallschirm. Aber hey, wir haben gerade ein ganzes Chapter in einer Folge auf jeden Fall geschafft. Interessant.
Waren auf jeden Fall sehr coole Rätsel, auch wenn das Entenrätsel mich ein bisschen, ja, das hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Ansonsten war es eigentlich, ja, am Ende war es doch sehr ergiebig, was man machen sollte. Aber ich bin immer sehr blöd in solchen Rätseln. Da bin ich nicht unbedingt zu gut drin. Jetzt wird erstmal rumgesegelt. Oh, Frage ist wohin? Bordiduki. Ich sag's jetzt schon, die machen den alten Joke mit der Haifischflosse runter. Ja, ich wusste es. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Die Peter Griffin-Methode. Ja. Kalmika. Kalmike. Panagrita Heulekun. Ha. Axiola Boheya. Ulimagam Aloyonotohoi. Hala Leora. Okay, wir müssen durchs Tor kommen, um nach Hause zu kommen. Danke für die Karte. Chakapuna. Chakaluma. Danke für die Karte, freundlicher alter Mann mit Unterhose und Flügeln. Prokti hui. Schutzi arungilani. Kuchileiki. Heulekun. Polita Chela. Okay. Oh, das ist cool, wir können damit rumfahren. Hat das cool gemacht. Jetzt wird erstmal ein bisschen rumgesegelt. Das nenne ich ein Abenteuer. Sieht doch echt schön aus. Gefällt mir. Oh. Nein. Schach. Bitte sag nicht, ich muss jetzt Schach spielen mit denen. Hey, Protoko. Torte Ugilanipu. Okay, sie lassen mich einfach vorbei. Oh. Ey, wenn ich schon Schach oder ein Damebrett sehe, dann... Ich bin jetzt schon traumatisiert davon. Aber na gut. Da vorne sollte jetzt eine Insel kommen, richtig? Oh. Sogar mit dem Schatz. Das ist nett. Netter Bonus obendrauf. Oh. Sag's ihm. Oh. Ich hab das Gefühl, wir sollten aus diesem Fisch wieder rauskommen. Das wäre sonst echt ein bisschen ungünstig. Aber na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wie wir das Ganze tun, seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Lost in Play. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen verspielten Tag. Wir sehen uns bis dann. Bye, bye.